Thema Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte und sprachsensibler Unterricht im Fach ist nicht nur im Rahmen von Schule und Unterricht von elementarer Bedeutung, sondern auch in der Lehramtsausbildung, da im Zuge des neuen Lehrerausbildungsgesetzes 2009 das obligatorische Modul Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte für alle Lehramtsformen eingeführt wurde. In Köln ist dieses Modul im Master angesiedelt. Im Rahmen dieses Moduls Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte erhalten die Studierenden in den Fach- und Bildungswissenschaften im Master Grundlagen, die sie dann im Praxissemester weiter vertiefen und auch erproben können. Für unsere Veranstaltung haben wir als internen Experten Professor Roth, Dekan der Humanwissenschaftlichen Fakultät und Lehrstuhlinhaber für interkulturelle Bildungsforschung eingeladen, der das Kölner Konzept vorstellt. Und als externen Experten und Critical Friend haben wir Professor Ralle der TU Dortmund, Lehrstuhlinhaber für Chemiedidaktik, eingeladen, der vor dem Hintergrund seiner Expertise zu sprachsensiblen Unterricht in naturwissenschaftlich ausgerichteten Fachunterricht seine Expertise vorstellt und unser Kölner Modell kritisch beleuchten wird.